Das Unternehmen Käsbohrer hat als Markt- und Technologieführer die Bedürfnisse seiner Kunden erkannt und das Windenfahrzeug entwickelt. Mit dem Pistenbully 200 DW kam das erste Fahrzeug mit Windentechnologie auf den Markt. Mit der Windentechnologie war es nun möglich, extreme Steilhänge oder auch Skisprungschanzen professionell zu präparieren. Vor allem das Wiederhochschieben des Schnees in den Steilhang war ein wesentlicher Erfolgsfaktor dieses Systems. Bereits beim Nachfolgemodell PB240D konnten durch konstruktive Weiterentwicklungen mit der Winde alle Lenk- und Drehbewegungen bis 360 Grad unter dem Seil gefahren werden, ohne auf die Drehrichtung beim Wenden zu achten. Die Windenseillänge entwickelte sich von früher 500 Metern Länge bis auf heute über 1400 Meter Windenseillänge. Die maximale Zugkraft der Winde für den Pistenbully steigerte sich von 2,5 Tonnen auf 4,5 Tonnen mit einer aktiven Windensteuerung.